Die goldene Herbstzeit ist da. Mit ihr die Ferien, Feiertage und lange Wochenenden. Perfekt für einen Ausflug nach Wolfenbüttel. Rund um die Altstadt und in den umliegenden Wäldern lässt es sich fabelhaft spazieren gehen und die bunte Jahreszeit genießen. Am 10. Oktober findet wieder ein Abendmarkt statt. Von 16 bis 20 Uhr könnt ihr auf dem Stadtmarkt regionale und saisonale Produkte entdecken, verschiedene Leckereien probieren, Kürbisse schnitzen und die Atmosphäre genießen. Noch während des Oktobers könnt ihr täglich an unserer öffentlichen Stadtführung teilnehmen. Danach gehen unsere Führungen in den Winterrhythmus und öffentliche Führungen sind immer samstags. Auch bei einem Kurzurlaub freuen sich die Lieben zu Hause über nette Grüße. In unserer Touristinfo könnt ihr aus einer Vielzahl an Postkarten die richtige aussuchen. Wenn ihr schon einmal in der Touristinfo seid, könnt ihr gleich noch etwas für eure Abwehrkräfte tun. In unserem Marktstand mit regionalen Erzeugnissen haben wir unter anderem Aronia-Saft im Angebot. Der ist reich an Vitaminen und Antioxidantien, echt super während der Erkältungszeit. Egal wie das Herbstwetter wird, im Lessing-Theater wartet ein abwechslungsreiches Programm. Und nur ein Stück weiter die Straße hinunter kommen Filmfans im Filmpalast auf ihre Kosten. Im Herbst kommt auch die Zeit, in der man sich gerne etwas gruselt. Kinder ab 9 Jahren sollten deshalb unbedingt den interaktiven Audiorundgang Schatten über Wolfenbüttel ausprobieren. Im Seliger Park ist ein Monster entkommen. Könnt ihr es wieder einfangen? Wolfenbüttel im Herbst. Worauf wartet ihr noch?